Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther. Jetzt nicht mehr die Söldnersau, weil jetzt werden wir nicht mehr in Söldnerdienste treten, da wir unsere eigene Stadt haben. Ab jetzt gehen wir unseren eigenen Weg. Als nicht mehr Söldner. Und schauen einfach, wie wir uns durch die Welt boxen. Von Lageta ausgehend. Wie gesagt, mein Liebling wäre immer noch da oben, jetzt die batanischen Gebiete zu holen. Das fände ich schon ziemlich sexy, smexy. Aber wir können mal ganz kurz durch unsere Leute gucken, weil ich ja gesagt habe, ich warte. Batania. Batania. Sturgia. Haserei. Batania. Wir haben ewig viele Batania. Aber niemand, der imperial ist. Und die Stadt ist halt eine Imperiale. Das ist das Problem. Ich bleib mal in der Nähe der Stadt, bevor irgendwas passiert. Weil gerade die Treue, die runtergeht, macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, die Gasse ist okay. Die ganz ehrlich, die Gassen können von mir jetzt weg. Ich müsste es eh neu zentrieren, wo ich was haben will. Ich bleibe hier aber wirklich mal in der Nähe und passe auf, dass nichts passiert. Darf ich nochmal Truppen befördern? Ja, ein bisschen. Plünderer. Wir können noch einen Bergbanditenversteck reden auf dem Weg. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Zeug. Hier sind eh keine Bergbanditen mehr unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann kriegen wir vielleicht noch mal so einen Bergbanditenanführer. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. In der Zwischenzeit, ich bleibe immer noch in der Nähe von Lageta. Ich möchte jetzt erstmal noch aufpassen. Noch ein bisschen bemuttern, bis es weitergeht. Und ab jetzt ist eigentlich wirklich komplett Sandbox. Also ich meine, es war vorher schon, aber ab jetzt ist wirklich, wie weit wir noch spielen wollen, ist wirklich komplett uns überlassen, wie weit wir jetzt noch Bock haben. Aber ich würde jetzt schon gerne, jetzt wo ich mit Günther mal stärker werde und jetzt mal ein bisschen das Weltgeschehen mit beeinflussen kann, würde ich schon ganz gerne hergehen. Und noch ein bisschen weiterspielen, wenn ihr versteht. Also es ergibt auch ein bisschen Sinn. Jetzt wird es ja erst richtig lustig, so langsam. Nicht wahr? Möchte ich euch mal zeigen, wie lustig es ist. Genau so lustig ist es jetzt. So lustig. So lustig. Putz. Autsch. Günther wird auch immer flinker. Das schnellere Leveln ist schon echt praktisch. Ja, wunderbar. Irgendwann muss ich vielleicht doch so eine kleine goldene Elitegarde erstellen. Irgendwann mache ich das mit meinen gesamten Gefährten. Meine Gefährten müssen auch mit der Athletik so schnell werden, dass sie mit mir mithalten können von der Geschwindigkeit. Oi, zwei mit einem Streich. Der lebt noch. Nicht mehr. Beziehungsweise er lebt immer noch. Er ist bloß K.O. Er ist schlafen gegangen. Ja, meine Gefährten allesamt zu so Elite-Streitkolbenkämpfern mit auszubilden, wäre eigentlich eine coole Idee, dass die dann mit mir zusammen mit der Geschwindigkeit mithalten können und dann zusammen mit mir dann reinchargen und so als meine Leibgarde agieren. Das wäre irgendwann auch noch eine coole Idee. Bezüglich übrigens dem Ganzen, ich meine, jetzt können wir natürlich trotzdem darüber nachdenken, ohne Scheiß. Weil ich ja überlegt habe, wie wir ab jetzt mit den Truppen weitermachen wollen, ob wir weiter Banditen oder Briganten haben wollen. Auch wenn wir kein Königreich haben, wäre doch jetzt eine Idee, mit My Little Warband zu arbeiten und unsere eigenen Günther-Truppen zu erstellen, oder? Ich meine, wir müssen ja kein Königreich sein. Wir können unabhängig bleiben und machen unser Ding mit unseren eigenen Streitkolben-Truppen, die preis-leistungstechnisch in Ordnung sind. Aber andererseits, das nimmt dann so ein bisschen den Reiz aus einem möglichen Trüff-Durchlauf raus, weil das wollte ich ja eigentlich mit Trüff machen. My Little Warband und eigene Truppen erstellen. Ich glaube, dass Günther mit Banditen arbeitet, passt ganz gut. Ui, das sind eine Menge Leute, die du da hast. Wäre echt schade, wenn die alle mir gehören würden. Inklusive dir. Komm mal her, Junge. Aua. Ich habe gesagt, du sollst herkommen. Putz. Das ging schnell. Ja, ich glaube, ich habe da ein bisschen durchgehämmert. Oh, hey, ich muss den Hammer-Skill ja auch irgendwo verbessern. Ja, der Anführer kommt. Ja, kommen alle Gefangenen. Ab geht er. Wunderbar. Da hinten wären jetzt noch Waldbanditen. Da können wir auch noch ein paar mitnehmen.
Da snacken wir uns mal so einen 14er Trupp raus. Oh, oder noch mehr. Na ja, gut, okay. Dann nehmen wir nur die Besten mit. Perfekt. Okay. Gehen wir zurück und sind erstmal glücklich. Ja, jetzt ist die Frage, was Kriege angeht. Ne? Jetzt können wir natürlich nicht mehr... Das ist natürlich der Nachteil. Jetzt können wir nicht mehr so wirklich bei Kriegen mitmischen. Außer wir erklären irgendeiner Fraktion den Krieg. Und wenn das nicht gerade eine ist, die sowieso vom Aussterben steht, wie zum Beispiel die da oben... Andererseits, selbst wenn die nur noch eine Stadt haben, die haben verdammt viele Kommandanten, die immer noch ziemlich große Armeegrößen haben können. Das kann schon nach hinten losgehen. Zweihändig. Ah, wenn ich weniger Trefferpunkte habe, mache ich mehr Schaden. Oh, und als Statthalter gar nicht sonst sollt. Baugeschwindigkeitsschaden mit zwei Waffen, wenn ihr mehr als 90%. Also wie ich Günther kenne, ist er häufig eher, also der ist selten über 90% HP. Mach mal den Berserker. Mehr Schaden mit weniger Lebenspunkten, das passt irgendwie zu Günther. So, irgendwelche Truppen zum Aufwerten. Ja, komm, wir können hier noch ein paar Waldbanditen machen. Die werden auch mal eingeloggt hier. Moment, wer bist denn du? Waren das irgendwelche Briganten? Was ist hier so? Das sind auch wieder Rebellen. Ah, das sind das nicht sogar die Rebellen, die ich hier vertrieben habe? Das größte Problem ist, wenn ich jetzt wieder irgendjemanden als Söldner beitrete, dann wird meine Stadt ja demjenigen gehören. Das wäre uncool. Deswegen müssen wir irgendwelche unabhängigen Clans finden. Also jetzt gerade, wenn wir auch Kriege mal führen wollen, müssen wir unabhängige Clans angreifen oder andere Rebellionen. Oder aber wirklich Fraktionen, die so schwach sind, dass wir es uns mit ihnen tatsächlich, dass wir ja, mit denen ein bisschen bashen können. Ohne zu große Probleme. Ja, die Gasse in Sibir verloren. Wer hätte es gedacht? Betrachtet mich als überrascht. Nee, halt. Festung. Wir können noch ein paar Waldbanditen hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob die auch gelevelt werden, dass die jetzt auch die Freibeuter dann aufsteigen können, aber ich möchte die gerne bei mir mal leveln. Wir könnten noch überlegen, ob wir die Schwertschwester mit reinstellen, weil Armbrustschützen zur Verteidigung klingt auch nicht schlecht. Andererseits, das denke ich mal schon. Brigant haben wir da noch einen. Wir können ja die Bäume mit... Andererseits, bin ich eigentlich ganz froh, dass die Bäume hier dabei sind. Aber andererseits, komm, wir können die erstmal hier lagern. Und später wieder mitnehmen. Und hier mal ein bisschen einsammeln. Guten Tag. Einmal mitkommen, bitte. Dankeschön. Guten Tag. Einmal mitkommen, bitte. Ich bin hier, um die Banditen einzutreiben. Das ist wie mit Steuern. Vier Stück sind noch frei. Ach, hat er sich jetzt mir angeschlossen? Ja, du bleibst nicht in der Gitter, du kommst jetzt mit. Ihr bleibt jetzt mal alle bei mir erstmal. Den richtigen werde ich dann natürlich noch finden. Wir müssen dann natürlich nochmal so eine kleine Runde drehen, um nochmal Nahrungsmittel zu holen. Was hat denn die Stadt hier eigentlich so schönes in Nahrungsmitteln? Sagen wir es mal so. Bier nehme ich mit. Datteln. Fleisch habe ich jetzt eigentlich genug. Oliven, Butter, Käse. Können wir alles mal mitnehmen. Fisch. Schauen wir mal, was wir so haben. Ja, Datteln, Oliven, Butter, Käse. Ja, das ist alles gerade schwach. Vielleicht müssen wir doch mal in eine andere Stadt gehen und ein bisschen was holen. Kann ich jetzt eigentlich auch noch Werkstätten in meiner eigenen Stadt kaufen? Habe ich rein theoretisch noch Platz für Werkstätten? Ich glaube nicht, oder?
Ja, als Statthalter. Wie gesagt, ich lasse es jetzt noch. Könnte ich mich eigentlich selbst als Statthalter? Irgendwie nicht, oder? Interessant. Gut, Statthalter ist dann für die Autoverwaltung, ne? Ja, Burgen habe ich keine in der Nähe. Werkstätten. Unterstützung, ja gut. Geldtechnisch bin ich im Minus, interessanterweise, weil wir jetzt nicht so viele Einnahmen haben gerade. Aber keine Sorge, das wird besser. Das wird... Ich dachte schon fast, der ist hier im Brandschatzen gerade. Ich wollte schon ausrasten hier. Garlic, der Hai, ist hier beigetreten. Wunderbar. Oh, die Karawane vom Schreiner. Von Jumbo-Schreiner, wohlgemerkt. Waldbanditen? Jawohl. Wir pumpen ein bisschen. Weitere schöne Vorbereitungen, bis ich mal weiß, wo ich überhaupt hin will. Aktuell ist noch so eine kleine Orientierungs- und Einfindungsphase. Jetzt sind hier diese schmutzigen Plünderer dabei. So, das passt erstmal wieder. Ja gut, dann gucken wir mal zu einer anderen Stadt und schauen das mal. Gehen wir mal nach Sargot und hoffen, dass in der Zwischenzeit nichts passiert. Ich würde dann schon gerne irgendwas gerne mal schnetzeln. Aber ganz ehrlich, als Günther mich jetzt... Das kann ich mir noch für Günther vorstellen, mich mit irgendeiner Fraktion in der Nähe anzulegen. Zum Beispiel Batania würde ich schon gerne... Aber das ist schon wirklich... Die sind schon wirklich stark dabei. Also mich mit denen anzulegen, das könnte wehtun. Das könnte schwer wehtun. Oh, Moment mal, ich geh mal hier. Die haben Flachs, aber hier gibt's Oliven. Ich kaufe mal ein paar Oliven. Eigentlich sowieso besser bei den Dörfern einzukaufen, das ist günstiger. Was überhaupt Sachen angeht, ich glaube, wir können dann auch mal gucken, dass wir ein bisschen Ballast reduzieren. Da hinten ist nochmal ein Bergbanditenversteck. Nehmen wir mal Datteln mit. Nehmen wir mal Bier mit. Fleisch kann man auch noch mal ein bisschen haben. Oliven haben wir zwar ein paar, aber nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Trauben, Käse, Butter. Ja, das, jetzt haben wir gerade mal wirklich Sachen, die wir gebrauchen können hier. Sehr gut sogar. So, sieht gut aus. Und an Ausrüstung gibt es, glaube ich, nichts, was interessant für mich wäre. Das kann alles weg. Putz! Boah, es hat knapp gereicht. Wunderbar. Vielen Dank fürs Geld. Freibeuter, Giganten, Seeräuber. Ich muss mal echt mal wieder so ein Gebiet mit Seeräubern finden. Das könnte so ein kleiner Schmackofatz sein. Vor allem hier unten, ich bin ja relativ nah am... Datteln könnte ich gebrauchen. Das sind noch Datteln, oder? Datteln. Ja, nice. Her damit. Gebt mir alle eure Datteln. So. Ist mir egal, dass ihr nichts zu essen habt. Aber übel, wie das Imperium zerpflückt wurde im Allgemeinen. Aber Flandia hat auch schon mal... Obwohl, andererseits, die haben schon das ganze Gebiet da oben. Die Asserei haben sich halt sehr stark ausgebreitet. Und natürlich die Kusait, wie man es kennt. Das Imperium da hinten. Ich meine, ich könnte mir wirklich vorstellen, jetzt so einen Konflikt gegen das Imperium da drüben zu machen. Das sind ja sogar meine ehemaligen Arbeitgeber. Das macht es nochmal extra Backstabby. Und die einfach, und da die Stadt vielleicht nicht mal zu übernehmen, sondern einfach zu brandschatzen. Und zu sagen, so, da haben wir nochmal Loot für unsere Lageta, was unser neues Hub ist. Aber wenn ich was noch einnehmen möchte, dann wäre es gerne die batanischen Gebiete. Was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Noch mehr Waldbanditen. Plünderer.
Ja, ich bin gerade noch so auf Bereitschaft, aber ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwas zu machen, krieg ich auch kein Level ab. Ich muss mal irgendwas prügeln. Wir machen mal ein paar Plünderer weg. Und wir können ja auch mal ein paar Waldbanditen klopfen. Dann können wir sie als Gefangene mitnehmen. Ja, komm. So, ich traue euch kein Stück. Ich hau euch kaputt. Das machen wir Autoschlacht. Das ist okay. Wir haben ihn verloren. Ein Seeräuber überhaupt. Oh. Gut, okay. Bei der, eigentlich sollte es mich nicht wundern, dass ich Seeräuber Oberhäupter verliere, aber... Oh. Ach, die Plünderei bin weg. Wir müssen jetzt halt noch das bisschen Erfahrung bekommen fürs nächste Level ab und dann muss ich nach einem Imperialen suchen, den ich die Stadt verwalten lassen kann. Ich kümmere mich später ums Leveln. Ja, ich meine, genug Konflikte hätte ich, wenn ich den Ding... Spielen wir mal kurz rüber. Wie stark der ihre... Die haben schon einige Kommandanten, aber denen fehlt halt ein bisschen die wirtschaftliche Stabilität, um große Armeen zu verwalten. Die haben hauptsächlich viele kleine Trupps, ne? Gegen jeden von denen könnte ich einzeln bestehen, aber wenn die sich zusammenschließen zu einem großen Heer, hätte ich echte Probleme. Das könnte ich dann vielleicht nur innerhalb von der Stadtverteidigung zusammen mit der Garnison vielleicht schaffen. Das heißt, einmal defensiv abwehren und dann zurückschlagen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, die zu besiegen. Die müssen vorsichtig vorgehen. Wir sind kein Königreich. Wir könnten vielleicht noch einen weiteren Truppführer machen, der sein eigenes Ding macht. Aber der wird mich hauptsächlich was kosten und nicht groß was einbringen, schon allein, weil wir keine großartigen Kriege führen. Ich mach mal das Versteck jetzt hier weg. Ist mir jetzt egal, ob das jetzt hier irgendwie, questgebunden ist oder nicht. Ich mach das einfach weg. Ja, das ist jetzt das Ganze mit Radagos. Von dir aus, dann machen wir das. Wir greifen einfach an und machen das Ding weg. Wir ignorieren jetzt einfach mal die Story. Wie gesagt, das mit den Geschwistern, das lassen wir alles sein. Das muss nicht sein. Nein, nein. Alle angreifen. ASMR Günther, bitte alle angreifen. Der Günther Hammertanz. Du willst doch nicht schießen auf die Distanz, wenn ich dir den Hammer ins Gesicht strecke. Und meine Waffe auch. Ah, uncool. Ah, das gefällt mir alles gar nicht. Putz, was? Das hätte treffen sollen. Okay, das hat gut getroffen. Bup. Na komm. Zack. Bup. Ja, wunderbar. Ich bin echt flink unterwegs, ne? Wahnsinn. Mit jedem Mal wird mein Ausdauerwert besser. Sag mal, was machst du denn? Ach, das ist Radagos. Hab mich schon gewundert. Wer ist denn der Wahnsinnige hier? Man merkt gleich, dass du rausstichst, dass du nicht zum Team gehörst. Oh, hübsches Zweihandschwert. Kann sein, dass du keine Barrierstange hast. Bastards, you're the kid of my captives, right? Ja, ist in Ordnung. Ab geht's zum Duell. Okay, es tut. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen aufpassen. Alles klar. Galter Verwalter. Das ging gut. Was habe ich denn eigentlich so bekommen? Da war es auch besser. Hier plus 1 Kondition und 4 zweihändig wieder. Das ist, macht sich schon bezahlt. Die Gefangenen nehmen wir natürlich auch mit. Das machen wir mit. Und jetzt geht die Story weiter und bla bla bla. Ja, okay. I knew you'd come. Great Evan. Damn, brother. Passt. Alles gut. Jetzt haben wir meinen Bruder wieder gefunden, aber ich glaube, der Bruder ist jetzt irgendwo unterwegs. Also, wie gesagt, die Story...
die Story ist jetzt erstmal egal. Wir ignorieren das einfach mal, weil das ist noch was ganz anderes und ich wollte die eh auslassen. Ich habe einfach nur den Fehler gemacht, nicht im Sandbox-Modus zu starten. Hauptsache, wir haben jetzt dieses Lager da weg. Und der Bruder, den ich jetzt habe, der ist ja, glaube ich, der hat sich mir jetzt eh nicht angeschlossen, soweit ich weiß, sondern ist jetzt auf der Suche erstmal nach den Geschwistern und der schließt sich ja erst an, sobald wir die Geschwister auch gefunden haben. Und dann, ich meine, wenn man jetzt wirklich drei haben will, kann man aus dem Bruder und den Geschwistern eine extrem starke Truppe machen und dann noch schauen, dass man die dann noch, klar, noch mit den richtigen Leuten zusammenbringt und dass die nochmal Kinder zeugen, die ebenfalls nochmal richtig stark geminmaxt werden. Also man kann, wenn man minmaxen will, hier in einem Spiel extrem effektiv sich seine eigene Familienarmee zusammenzüchten, wenn man so will. Also, dass man jetzt seine Familie hochzieht und die zu allen loyalen Kommandanten werden, von der eigenen Fraktion mehr oder minder. Funktioniert, aber ist jetzt nicht der Günther-Weg to go. Hauptsache, ich habe jetzt mal dieses Banditenversteck da weg. Okay, wir haben immer noch ein Minus, das ist ein bisschen deprimierend. Ich meine, die Garnison, die hat halt auch wirklich gute Kosten. Ja, okay. Egal. Jetzt muss ich halt noch gucken, dass wir irgendwie Seitenbacher Bergbanditenanführer, nice. Heiratsantrag für Niasen von... Nein? Sulhana von Jansen? Ach, jetzt sind hier tatsächlich... Ich habe meine Geschwister doch schon alle. Ihr seid doch von der Fraktion doch bestimmt alle. Ich ignoriere die einfach. Die bleiben einfach in Lageta. Macht jetzt nicht sehr viel Sinn, die jetzt noch großartig. Aber die sind jetzt, weil schon ziemlich viel Zeit vergangen ist, sind die schon relativ groß geworden jetzt. Schon lustig. Normalerweise kriegt man die ein bisschen kleiner, wenn man die Quest gleich verfolgt, aber es ist halt ein bisschen Zeit vergangen. Ja, was jetzt die Familie angeht. Wir ignorieren einfach, dass die existieren. Wir müssen uns nur hier und da mit diesen Anträgen rumschlagen. Ich habe mich schon gewundert, hä, wer macht jetzt einen Antrag für was? Also haben wir die doch schon gleich bekommen. Interessant. Dann war das doch relativ schnell, diese Quest. Und ja, wie gesagt, wir könnten das jetzt nutzen, aber nee. Günther macht sein eigenes Ding. Wir tun einfach so, als wenn das ist nicht meine Familie. Ah. Wird getrost ignoriert. Günther ist eher so ein Whitebeard-Charakter, der ist einfach so Familie sind die Leute, die mit mir zusammen kämpfen und die mir folgen. Das ist meine Familie. Kack auf Blutsverwandtschaft hier. Jeder, der den Sack Hühnerfutter trägt, ist würdig. Was macht denn dieser eine Waldbandit da hinten? Der hat irgendwie keinen Bock mehr, kann das sein? Ja, jetzt sind wir in so einer ziemlich blöden Lage, dass ich hier eigentlich nur warte. Dass irgendwas Spannendes passiert. Ich meine, ein bisschen weiter die Garnison zu füttern ist keine schlechte Idee, aber andererseits machen wir dadurch immer mehr Minus. Wer bist denn du? Rebellen? Lass dich mal bitte hauen. Ihr gebt euch oder sterbt. Bitteschön. Ihr werdet einfach mal weggeputzt. So. Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ihr habt den Streitkolben auf den Kopf verdient. Du kommst mal mit. Nehmen wir noch die Gefangenen mit. Alles gut. Zack. Ich glaube, die haben sowieso nirgendwo eine Base oder so. Das Wichtigste ist, dass wir die jetzt nochmal ein bisschen Erfahrung bekommen haben. Und hoffentlich jetzt mal bald im Clanrang aufsteigen. Es kann doch nicht sein, dass mir immer noch so ein bisschen was fehlt. Ansonsten machen wir wirklich noch ein paar Gassen. Vasall von Kaladrok. Ne.
Ich bin echt im Überlegen, ob ich dem Imperium da oben den Krieg erkläre. Aber da möchte ich euch mitentscheiden lassen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich die Folge hier restlich fülle. Ich bin echt im Überlegen, ob wir sagen, okay, wir lassen es einfach bei so knapp einer halben Stunde für diese Folge. Und ihr entscheidet einfach mal mit, wie es danach weitergeht. Einfach, weil ich jetzt nicht groß wüsste, wie ich die Folge jetzt noch fülle, ohne euch mit in die Entscheidung. Weil ich möchte jetzt nicht auf eigene Faust großartig weitermachen. Ich würde euch gerne mitentscheiden lassen, wie wir von jetzt an weiter agieren. Vielleicht schaffe ich ja noch irgendwie meinen Clan Level ab, indem ich noch Banditen wegfrühstücke, aber ansonsten... Oh Gott, jetzt haben wir sogar noch... Hab ich die jetzt doch aufgenommen? Ah nee, die haben sie einfach so ergeben. Ja gut, als Gefangenen mitzunehmen ist eigentlich nicht schlecht. Oh, danke fürs Fleisch. Mich wundert sowieso, dass wenn die sich mir anschließen, ich der ihre Vorräte nicht auch bekomme. Das ist irgendwie komisch. Die schmeißen das alles weg, bevor sie sich mir anschließen. Total seltsam. Hup. Dankeschön. Dankeschön. Ja, soweit ist das Waldbanditenversteck hier ausgelutscht, ne? Jetzt aber das 50. Versteck zu raiden, bringt jetzt auch nicht wirklich sehr viel. Die haben sich ergeben, alles klar. Hm. Ne, wisst ihr was, bevor wir jetzt nochmal ein Versteck reden, ich gehe jetzt zurück zu Lageta und da beenden wir die Folge und ihr könnt gerne mal schreiben, was wir als nächstes machen wollen. Weil jetzt das Problem ist, jetzt bleiben uns natürlich weniger Möglichkeiten als vorher, weil wir jetzt niemanden beitreten. Also gut, wir können immer noch sagen, jetzt geben wir die Stadt her und werden Söldner einfach bei jemanden und gehen dem Söldner-Sau-Weg wieder zurück. Aber ich möchte mal gerne doch was anderes jetzt ausprobieren und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr wollt, dass wir hier mal einen Krieg jetzt starten gegen das nördliche Imperium. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Eine Stadt gegen eine Stadt. Ob wir es dann einnehmen, ist eine Frage, aber ich könnte es ja versuchen einzunehmen. Da hätte ich dann noch eine weitere Basis, bevor es dann zu Batania geht irgendwann. Aber bevor ich Batania einnehme, da müsste schon ein bisschen was passieren. Ja gut. Den Clanrang möchte ich auf jeden Fall noch schaffen, aber das geht am ehesten, ja, indem ich mehr kämpfe. Und mehr kämpfen könnte ich beispielsweise... Ach, guck mal, die Wolfsmenschen gehören nicht zu irgendeiner... Oh, das ist... Die haben ja auch natürlich auch... Ja, mit so einem Clan, mit einem unabhängigen Clan zu kämpfen, ist auch eine Idee. Die finden wir halt bloß nicht so häufig. Hm. Sagt mal Vorschläge, was wir von hier aus machen können und was ihr gerne sehen wollt. Wie gesagt, ein bisschen würde ich gerne auf jeden Fall noch mit Günther weiterspielen. Also so 10 auf jeden Fall. 20, 30 Folgen. Vielleicht können wir sogar bis zur Folge 100 machen. Je nachdem, wie lange wir noch Spaß haben mit dem Spaß, würde ich mal sagen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt gerne, was wir weitermachen wollen. Meine Idee wäre jetzt wirklich, diese einzelne Fraktion, noch das nördliche Imperium, wegzuwalzen. Und vielleicht noch eine zweite Stadt zu holen. Auf dem Weg dahin. Und von da an gucken, wie es weitergeht. Und dann mit zwei Städten, auch wenn wir kein Königreich haben, könnten wir trotzdem überlegen, da ein bisschen mehr Schabernack mitzutreiben. Und vielleicht ergibt sich dann bis dahin auch mal wieder eine Rebellensituation irgendwo. Und wie gesagt, wenn es uns zu viel ist, können wir immer noch die Stadt hergeben und wieder Söldner werden. Wäre auch eine Idee. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.